Die erste Übung ist eine Zupftechnik. Hierfür nehmen wir den Zeigefinger und zupfen die drei Saiten wie folgt. Man kann jetzt diese Zupftechnik auf das Spielen mit unterschiedlichen Akkorden umsetzen. Mal als Beispiel die Akkordfolgen F, G, A-Moll, G im ersten Teil und im zweiten Teil D-Moll, C, F, G. Wie man die Akkorde kombiniert, ist einem natürlich letztendlich selbst überlassen, aber diese Akkordfolge ist ganz schön erstmal zum Üben. Ja, und so weiter. Das könnte man jetzt ewig fortsetzen.